Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Da die Valentinuskapelle ja so schwer zugänglich ist, heute Abend wieder das Abendgebet im Stream und aus dem Valentinushaus, aus der Wohnung des Diakons. Ich sitze hier an meinem Esstisch und möchte mit Ihnen noch ein paar Abendgedanken machen, bevor ich Sie dann zu Bett schicke und mich auch. Ich habe in der Kapelle immer wieder im Rahmen des Advents Texte vorgelesen, die Benedikt XVI. Bei seinen Audienzen gesprochen hat. Heute möchte ich Ihnen etwas vorlesen vom Angelus am 3. Dezember 2006. Diese Tage, die Adventstage, sind eine beständige Einladung an uns, auf das Licht zuzugehen, das nie erlischt, und im eigenen Herzen Christus, dem Erlöser, Raum zu geben, der zu uns kommen will. Nochmal, diese Tage, die Adventstage, sind eine beständige Einladung an uns, auf das Licht zuzugehen, das nie erlischt, und im eigenen Herzen Christus, dem Erlöser, Raum zu geben, der zu uns kommen will. Na, wo haben Sie denn heute am Montag, als Sie in die Woche reingefallen sind, Christus, dem Erlöser, Raum gegeben in Ihrem Herzen? Fällt Ihnen da was ein? Gar nicht so einfach. Wo geben wir dann Christus, der zu uns kommen will, Raum? In unserem Herzen, in unseren Tagen, im Tagesablauf. Wo hat er einen Platz? Gibt es vielleicht bei Ihnen einen verorteten Platz, so wie ein Morgengebet, Abendgebet, Mittagsgebet? Oder ist es eher so ein spontanes Drandenken, Gott sei Dank, die Ampel war noch grün, oder Gott sei Dank, ist nichts passiert gerade eben? Wo hat Jesus, wo hat Gott Platz in Ihrem Herzen? Oder geht er unter in der Fülle von Geschenke kaufen, Erledigungen, was noch alles zu tun ist? Wo hat Jesus Platz? Ich glaube, einfach sich vorzunehmen, ich gebe dem Jesus jetzt mal die nächsten Tage ein bisschen mehr Platz, ist der falscheste Weg. Genauso wie solche Vorsätze, ich tue heute dreimal beten und die ganze Woche hindurch. Sie wissen ja, gute Vorsätze sind der Tod der Porzellankiste. Vielleicht fangen Sie ganz klein und ganz einfach an. Okay, wenn ich morgens aufstehe, schlage ich ein Kreuzzeichen. Sag, Jesus, lieber Gott, bleib bei mir an diesem Tag. Oder ich nehme mir 5 Minuten Zeit, zünde den Adventskranz an und mache mir 3 Gedanken und bitte Gott, dass er mich heute begleitet. Oder wenn es Ihr Tagesablauf zulässt, könnte man einfach auch mittags den Engeln des Herrn beten. Das Ziel dieses Gebets ist nämlich auch, für Jesus Platz in unserem Herzen zu machen. Wir bitten auf die Fürsprache Mariens darum, dass Jesus in unserem Herzen lebendig wird. Oder halt, Sie sagen abends, ich schaue mir die Abendgedanken an, mache mir da auch ein paar Gedanken, oder ich setze mich selbst abends nochmal hin, zünde eine Kerze an und überdenke den Tag, ob es irgendwas gibt, wofür ich Gott danke. Wichtig, nur eins von den dreien. Ein Marathonläufer läuft auch nicht gleich die ganze Strecke, sondern übt. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Gott und mit dem, Gott Platz im Herzen zu geben. Am besten mit kleinen Dingen anfangen, kleinen Schritten und dann am Ball bleiben. Und wenn Sie dann das Bedürfnis haben, können Sie natürlich gerne die Zeiten und Räume ausdehnen. Probieren Sie es mal. Es lohnt sich. Es lohnt sich, im Advent eine vertiefte Beziehung zu Gott einzugehen und dann so Weihnachten zu feiern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ach, ich habe noch eine Frage. Haben Sie schon Ihre Weihnachtspost geschrieben? Die vielen Karten, über die sich hoffentlich Menschen freuen, wenn sie sie erreichen? Oder ist das bei Ihnen nicht mehr modern, Weihnachtskarten schreiben? Wie sieht's aus? Ich muss Ihnen sagen, ich habe es wieder entdeckt. Ich schreibe jeden Tag 4 bis 5 Karten diese Woche und dann habe ich vieles erledigt, gerne erledigt, nicht abgehakt. Und dann kann ich auch sicher sein, dass meine Weihnachtspost die Leute noch vor Weihnachten erreicht. Und glauben Sie mir, ich hoffe, so wie ich mich über Weihnachtskarten freue, freuen sich die Leute, denen ich eine schreibe. Machen Sie es. Gut, und jetzt lade ich Sie ein, noch heute Abend ein Vaterunser mit mir zu beten.
Und überlegen Sie mal kurz, ob es einen Menschen gibt, der Ihnen heute begegnet ist und wo Sie denken, für den bete ich heute Abend mal, das tut ihm vielleicht ganz gut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte Sie an diesem Montagabend, Gott, der uns alle liebt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Gleicher Kanal, gleiche Stelle, gleiche Zeit. Bis dann, Ihr Diakon. Ciao.